Ich bin geschockt und enttäuscht. Noch mehr enttäuscht, als ich es nach diesem Video schon war. Es sind Dinge ans Tageslicht gekommen, über die geredet werden müssen. Heute widme ich jemandem meine Stimme und gebe einer Sache Aufmerksamkeit, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich werde dieses Video kapitelweise aufarbeiten, damit es kein Durcheinander wird. Ich bitte euch, dieses Video von Anfang bis zum Ende anzuschauen, damit ihr alles versteht. Lieber Mois, nach diesem Video erwarte ich Antworten von dir, denn so viele Lügen und Widersprüche, das ist nicht mehr normal. Fangen wir mit Kapitel 1 an, das Comeback von Mois. Mois startete nach langem wieder ein YouTube-Comeback, wo er davon erzählte, dass er mit 4Bro einen 5 Millionen Euro Deal abgeschlossen hat. Wer Mois aber schon länger verfolgt, weiß, dass er schon in der Vergangenheit des Öfteren angeblich irgendwelche Millionen Deals abgeschlossen hat, die sich im Nachhinein aber als heiße Luft herausstellten. Dazu erzählte er noch, dass er jetzt der neue Geschäftsführer von 4Bro sei. Und ich sag euch ehrlich, ich glaubte das alles nicht. Ich stellte mir die Frage, wieso sollte 4Bro jemanden einen 5 Millionen Euro Deal machen, der komplett abgestürzt ist? Ich fragte mich einfach, wieso sollte man jetzt noch mit Mois zusammenarbeiten? Die Antwort bekam ich einige Tage später. 4Bro ist over. 4Bro ist so gut wie pleite. Das zeigt sich auch daran, dass sie fast ihre ganze Belegschaft gekündigt haben, denen sie teilweise noch Geld schuldet. Wie auch dem Vertrieb, was auch der Grund ist, wieso ihr 4Bro nicht mehr in den gleichen Läden sieht wie davor. Sie wurden rausgelistet. So viele alte Gesichter, die ein Teil von 4Bro waren und 4Bro groß gemacht haben, sind auch nicht mehr da. Jetzt fragt euch mal warum. Vielleicht, weil sie nicht ausgezahlt wurden? Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Diese Menschen werden sich früher oder später selber dazu äußern. Deswegen möchte ich es niemandem vorwegnehmen. Was ich euch aber sagen kann, die Wahrheit ist, dass der wahre Geschäftsführer die letzte Hoffnung in Mois gelegt hat. Er ist fest davon überzeugt, dass Mois 4Bro noch retten kann. Was er aber nicht versteht, dass wir nicht mehr in 2020 sind, wo Mois noch den übelsten Hype hatte. Wo Mois noch jemand war, der es hätte retten können. Die Zeiten sind vorbei. Jemand, der komplett abgestürzt ist, wird keine Firma mehr retten. Und jetzt, nach all dem, was ihr gehört habt, denkt ihr ernsthaft, dass Mois einen 5 Millionen Euro Deal von 4Bro bekommen hat und jetzt der Geschäftsführer sei? Wollt ihr wissen, was der wahre Deal ist? Der wahre Deal ist, dass wenn Mois es schafft, 4Bro wieder auf die Karte zu bringen, dieses Getränk wieder in Hype zu bringen, dass er dann von 4Bro Anteile bekommt. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat er einfach nur die Räumlichkeiten von 4Bro zur Verfügung gestellt bekommen. Die Räumlichkeiten, wo er behauptet, sie hätten sie seit 5-6 Monaten nur für euch aufgebaut. Haben wir wirklich 6-7 Monate lang erarbeitet und gebaut. Um 13.000 Quadratmeter. Okay, also wenn ihr diese Räume seit 6-7 Monaten aufgebaut habt, wieso sehen die dann seit 2 Jahren unverändert aus? Denn wenn ihr euch mal die alten Videos von 4Bro reinzieht, dann könnt ihr sehen, dass die Räume seit 2 Jahren unverändert sind. Warum lügst du jetzt schon bei einer so unnötigen Sache, wo man einfach im Internet nachschauen kann, dass du lügst? Komisch ist auch, dass Mois sagt, er hätte sich vor 5 Monaten mit dem Chef von 4Bro getroffen und hätte da einen Vertrag unterschrieben, dass er der neue Geschäftsführer ist. Und so eines Tages, Bruderherz, sitze ich so vor 5 Monaten und der Chef von 4Bro sagt, Digga, dies, das, du hast mich voll enttäuscht. Ich so, was meinst du, Digga? Du hast mit Videos aufgehört, dies, das. Und diese Firma, die ich führe, ich glaube, ich bin auch gerade an so einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich alles habe, aber die ist, irgendwie allein macht es keinen Spaß. Ich so, was meinst du damit? Dann meinte der, Bruder, scheiß auf alles. Wenn du durchziehst, wenn du durchstartest, wenn du mich brauchst, steig ein, Allah. Diese Firma ist deine Firma. Ich bin du, du bist ich. Bitte mach, was du willst. Du wolltest doch immer das und das. Lass uns das dieses Mal durchziehen und durchsetzen. Bro, ich habe einen Vertrag unterschrieben für lebenslang, dass euer Bruder hier Geschäftsführer ist. Das, was er gerade gesagt hat, kann auch nicht stimmen, weil man das sonst im Handelsregister sehen könnte. Man kann nachprüfen, ob er wirklich der Geschäftsführer von 4Bro ist und Mois heißt mit bürgerlichen Namen Selimkhan Asanov und diesen Namen findest du nicht im Handelsregister. Heißt, das muss auch gelogen sein. Ich stelle mir auch die Frage, wenn du seit 5 Monaten dabei bist, wieso hat man dich weder in einem Video noch in einer Story von 4Bro gesehen? Mois widerspricht sich in seinem Comeback-Video auch ein weiteres Mal. Er erzählt davon, dass er sich 8-9 Monate zurückgezogen hat und sein Tag nicht mehr daraus bestand, irgendwelche Videos zu drehen. Und irgendwie waren das die schönsten 8-9 Monate meines Lebens, weil irgendwie habe ich alles zu schätzen gelernt. Meine Familie, meine Frau, meine Eltern, meine Kinder, meine Brüder, meine Schwestern, meine alles auf dieser Welt, jede Ameise und jede Spinne. Und Bruder, vor allem meine Religion habe ich angefangen zu schätzen. Und diese ganzen Videos, Bruder, ich habe verstanden, als ich so Pause gemacht habe, mich mit mir beschäftigt habe, so, es war zum Beispiel der Ablauf meines Tages, nicht mehr aufzuwachen und 3 Videos hochzuladen, sondern Bruder, einfach, ich muss meinen Sohn zur Schule bringen bald.
Am Ende aber sagt er plötzlich was anderes. Erst sagt er, dass es in den letzten 8 Monaten nicht mehr seine Aufgabe war, 2-3 Videos zu drehen. Und dann heißt es am Ende, er hätte in den letzten 5 Monaten Content für 1,5 Jahre vorproduziert. Und das Schönste ist, ich war halbes Jahr weg und habe vorproduziert für 1,5 Jahre. Ich erzähle euch, warum ich noch der Meinung bin, dass er lügt. Gehen wir mal realistisch an die ganze Sache ran. Er sagt, seine neuen Upload-Zeiten sind 3-mal die Woche. Wenn man jetzt 3-mal die Woche für die nächsten 1,5 Jahre vorproduziert hat, dann müssten es mindestens 234 YouTube-Videos sein. Also möchtest du uns wirklich erzählen, dass du im letzten halben Jahr 234 Videos vorproduziert hast? Ein halbes Jahr hat 6 Monate und 6 Monate haben 180 Tage. Heißt also, wenn du 234 Videos vorproduziert hast, dann müsstest du in diesen 180 Tagen an 54 Tagen mindestens 2 Videos pro Tag geschafft haben und in den restlichen 126 Tagen jeweils ein Video. Menschen, die nicht wissen, was für eine Arbeit ein YouTube-Video ist, könnten das für realistisch halten. Aber Menschen, die selber YouTube machen, wissen, was für eine Arbeit ein YouTube-Video ist und wie lange das braucht. Und ich sage euch ehrlich, viele Videos, die Mois dreht, sind viel mehr Arbeit als meine Videos und meine Videos dauern schon manchmal 1-2 Tage. Jetzt stelle ich mir die Frage, bist du in Wahrheit Naruto und kannst YouTube der 1000 Schattendoppelgänger? Warst du also so fleißig, dass du in den letzten Monaten 234 YouTube-Videos vorproduziert hast, dass du Psychologie studiert hast, dass du TikTok live warst die ganze Zeit, dass du TikTok-Videos hochgeladen hast, dass du Musik gemacht hast, dass du dich auf deine Familie konzentriert hast und Familienvater gewesen bist. Bro, hast du vielleicht noch 7 Häuser gebaut und 3 Weltreisen gemacht? Du hast die Frisur von Naruto, aber du bist nicht Naruto. Ich bin auch nicht Obito. Ist dein gesamtes Comeback inszeniert und gelogen, um es krasser zu machen? Kann es sein, dass du uns alle angelogen hast und dein echter Deal mit 4Bro vor kurzem entstanden ist? Innerhalb 1-2 Tage? Wieso widersprichst du dir ständig und lügst an Stellen, wo es keinen Sinn macht zu lügen? Sag doch einfach... Guten Morgen, Österreich! Poh. Bruder, ich bin zurück und habe in der Zeit, wo ich werk war, reflektiert nachholen. Bruder, ich habe aus all meinen Fehlern gelernt und habe vor kurzem eine neue Chance bekommen, die ich nutzen will, nachholen. Ballett, 4Bro läuft nicht mehr und mir wurde versprochen, ich bekomme Anteile, wenn ich es schaffe, wieder 4Bro zum Laufen zu bringen. Mit diesen Anteilen würde ich meine Familie ernähren und alle meine alten Brüder, meine gottesfürchtigen Brüder ausbezahlen, denen ich noch Geld schulde. Wer hätte was gegen dich sagen können? Deine Lügen sind einfach nur ein Zeichen vom narzisstischen Verhalten. Es gibt Menschen, die lügen, obwohl sie es gar nicht müssen, nur um sich ein paar kleine Vorteile zu verschaffen. Und das beschreibt einfach sehr gut dein Video. Hier kann man das, was ich dachte, auch sehr gut nachlesen, um ihre Menschen zu täuschen, zu manipulieren und sie für ihre Zwecke einzuspannen, lügen Narzissten ganz freizügig und schamlos. Aber auch ihr übertriebenes Geltungsbedürfnis kann sie dazu verleiten, nicht immer ganz bei der Wahrheit zu bleiben, sondern den Tatsachen ein paar vorteilhafte Kleinigkeiten hinzudichten. Durch dieses krankhafte Lügen formen sie ihre eigene Wirklichkeit, mit der sie andere blenden und beeindrucken wollen. Jetzt kommt und sagt mir, das spiegelt nicht 1:1 das wider, worüber ich seit 7 Minuten rede. Um das Comeback noch krasser wirken zu lassen und um den Leuten zu implizieren, dass es Comeback erfolgreich war, wurden auch höchstwahrscheinlich Klicks gekauft. Und das hier sind die Analysen von seinem Comeback-Video. In der oberen Tabelle könnt ihr die Klicks sehen, in der unteren Tabelle könnt ihr die Likes sehen. Das Video kam am 18.02. um 20 Uhr online. Das Komische ist erstmal, dass es nach 1,5 Stunden schon irgendwie 5000 Likes hatte, am nächsten Tag es aber nur 42.000 Klicks waren. Und wenn ihr jetzt vor allem bei einem Mois dieses Like-Aufruf-Verhältnis vergleicht, dann ist es schon irgendwie unrealistisch. Denn irgendwann waren es sogar knapp 8000 Likes bei 47.000 Aufrufen. Jetzt könnt ihr hier sehen, am darauffolgenden Tag in der Nacht, also das Video war einen Tag online und dann die Nacht, die dann kam, da sind die Klicks aus dem Nix gesprungen. Heißt, wollt ihr mir wirklich erzählen, das Video war einen Tag online und dann in der Nacht plötzlich hat es irgendwie Hype bekommen, hat dann irgendwie 150.000 Klicks gemacht und ist dann auf einmal gestoppt? Das ist auch das Komische, auf einmal hat es gestoppt. Und dann hat es auf den darauffolgenden Tagen seine 10.000, 20.000 Klicks gemacht. Also Mois, jetzt die Frage. Dass die Klicks gekauft sind, ist für mich eindeutig. Aber hast du die Klicks selber gekauft, damit du erfolgreich aussiehst vor deinen Zuschauern und vor dem Chef von 4Bro? Der dir Anteile versprochen hat, wenn du es schaffst, 4Bro wieder in den Hype zu bringen? Weil dann, mein Bruder, wäre es in meinen Augen ein riesiger Betrug. Du betrügst dann damit den CEO von 4Bro, der denkt, dass du dann so einen Hype hast. Dass irgendein Fremder dir schaden will und dir einfach Klicks und Likes gekauft hat, denke ich auch nicht, weil damals hat es auch jemand bei dir gemacht und du hast sofort eine Story gemacht und dich über ihn beschwert. Und das würde auch jeder andere YouTuber machen, aber irgendwie habe ich nichts gesehen. Und jetzt, Mois, sage ich dir eine Sache. Wenn du der Meinung bist, dass ich lüge, dann zerstöre mich. Zerstör mich. Zeig den Vertrag, den du angeblich vor 5 Monaten unterschrieben hast, wo drin steht, dass du der neue Geschäftsführer von 4Bro bist. Zeig die 234 Videos, die du anschließend angeblich vorproduziert hast. Zeig uns die 5 Millionen auf dein Konto. Zeig uns als Geschäftsführer von 4Bro die Dokumente, dass 4Bro noch super läuft. Die wirst du nicht tun können. Falls du aber das Unmögliche möglich machst, dann gib bitte Maestro und den 30 anderen Menschen, denen du noch Geld schuldest, ihr Geld zurück. Du kannst dir nach diesem Video aussuchen, was du bist. Entweder bist du derjenige, der Geld hat, aber dem Menschen, den auch noch sehr viel Geld schuldet, keins gibt, oder du bist einfach ein Lügner und alles war gelogen.
Das, meine Freunde, ist Shiano. Shiano hat ein YouTube-Video gegen Mois gemacht, wo er komplett über ihn ausgepackt hat. Jetzt fragen sich einige, wer ist dieser Typ überhaupt? Shiano ist ein Typ, mit dem Mois Geschäfte gemacht hat. Heißt, er hat eine App rausgebracht und für die hat dann Mois geworben. So, viele von euch wissen das vermutlich nicht, aber ich war circa 8-9 Monate lang fast tagtäglich mit diesem Psycho unterwegs. Um euch ein bisschen aufzuklären, es fing halt so an, dass ich halt am Anfang, also der Kontakt zwischen uns fing halt so an, dass ich eine App gemacht habe und dann wollte ich bei ihm Placement machen und dann bin ich halt dorthin gegangen. Wir haben ein Video gedreht und ja, dieses Video ist inzwischen halt auch gelöscht oder auf nicht gelistet gestellt auf seinem Kanal oder sonst etwas. Ich werde zwischendurch irgendwelche Screenshots oder Videos einblenden, muss ich dann selber gucken, wenn ich das hier cutte. Und das ist auch natürlich mega geil, ne? Man macht ein Placement, zahlt zigtausende von Euros und er nimmt einfach das Video runter. Shiano hat in seinem Video sehr viele Dinge exposed, wo ich mit der Hälfte nichts mehr zu tun haben möchte. Es gibt aber eine Sache, die er erzählt hat, wo ich möchte, dass sie auch hier ihre Aufmerksamkeit bekommt. Die Sache, die ich jetzt hier auch noch einblenden werde, ist eine Sache, die auch für viele der Beweis sein wird, dass er wirklich mit Mois war. Und zwar hat er halt hier, werde ich halt raussuchen und einblenden, ein Video gemacht über einen goldenen iClip, den man gewinnen kann, indem man ihm folgt und auch iClip und iClip folgt, sorry. Und ja, schauen wir uns kurz mal das Video an. Schaut euch ja Hack und iClip Germany, wir sind an meiner Seite. Oder das ist ein 20.000 Euro Vollgold iClip. Wenn man denen folgt und man mir das zeigt, gewinnst du diesen 20.000 Euro iClip. Ich darf das nicht verkaufen, Leute, ich hätte das Geld selber. Lieber du Mois folgst und Hack bist. Und huch, was ist denn das? Stand jetzt ist das Teil bei mir. Und zwar, hier könnt ihr das sehen, es ist bei mir. Wie landet das Teil bei mir, ist die Frage. Ja, gute Frage. Ich kann euch das beantworten. Und zwar war das so, dass dieser Typ mich drum angebettet hat, dass ich ihm das abkaufe, weil er kein Geld hat, denn er ist broke. Und ich dachte mir so, ich habe ihn mehrmals gefragt, bist du sicher, dass du mir das verkaufen willst und sowas. Und er hat mir das ganze Zeit so aufgedrängt, dass ich ihn das abkaufen soll. Wisst ihr, was in diesem Szenario sehr schlecht gealtert ist? Ich darf das nicht verkaufen, Leute. Ich hätte das Geld selber. Geht lieber. Ich werde das jetzt mal so stehen lassen und komme zu dem Grund, warum ich dieses Video mache. Vor circa einem Jahr gab es in der Türkei ein schweres Erdbeben, worin einige Menschen gestorben sind und andere alles verloren haben. Mois drehte ein Video, wo er davon erzählte, dass er in die Türkei fliegen möchte, um Menschen zu helfen. Also sammelte er Spenden und erreichte 5- bis 6-stellige Summen. Das sagte Shiano. Jetzt fragen sich einige, woher soll er denn wissen, wie viel Geld er gesammelt hat? Ganz einfach, er war mit Mois in der Türkei, um den Menschen zu helfen. Und jetzt kommt das Schockierende. Er wirft Mois vor, Spendengelder veruntreut zu haben. Er sagt, er hätte gesehen, wie Mois hohe 5-stellige Summen gesammelt hätte, aber kaum welche davon ausgegeben hat. Er zeigt, dass er selber sogar teilweise einige Sachen bezahlt hat. Und es war so, dass ich tatsächlich dort dann halt auch mit in dieses Erdbebengebiet halt hingegangen bin. Das war relativ spontan, hat sich das ergeben, dass wir dann halt hin sind. Natürlich mit meinen Autos. Wir hatten einmal das Auto gewechselt in Hamburg, weil ich komme aus Hamburg eigentlich. Und dann sind wir weitergefahren und dann mit dem Flugzeug und bla 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 und so etwas. Jetzt wird es leider etwas traurig. Es geht um das Erdbeben-Thema. Sehr viele Leute von euch haben ihnen Geld auf PayPal geschickt, damit dieses Geld für gute Zwecke im Erdbebengebiet genutzt wird und man damit etwas Gutes tut. Ich bin da zusammen mit ihnen da gewesen. Ich habe viele Dinge auch bezahlt. So. Und das Traurige ist, ich werde hier sogar mal kurz im Schnelldurchlauf einblenden, weil am Ende des Erdbeben-Videos sind die Leute dort halt aufgezählt. Unter anderem halt, die meisten davon sind halt Leute, die ihm Geld auf PayPal geschickt haben für diese Aktion. Und viele wurden gar nicht aufgelistet, weil es dann irgendwie doch zu viel war. Dann hat halt der Cutter Flo, glaube ich, gar nicht mal alle reingetan. So wie ich das in Erinnerung habe. Und all diese Leute, ihr tut mir leid, dass ihr ihm dieses Geld auf PayPal geschickt habe. Er hat in kürzester Zeit hat er über 90.000 Euro auf PayPal nur durch dieses Video, was er damals gemacht hat, an Spenden bekommen für das Erdbeben-Ding. Und das war der Stand, den ich nach relativ kurzer Zeit gesehen hatte. Ich weiß, das ist
eigentlich über 110.000 Euro auf jeden Fall gewesen sind. Und dieser ganze Trip, der euch da vorgespielt wurde, hat maximal, ne, und selbst das ist hardcore übertrieben schon, 20.000 Euro gekostet mit Flügen und alles drum und dran. Und das ist hardcore übertrieben. In diesem Video wird halt auch gezeigt, dass er da diese LKWs da, die wir, also ich habe da mitbeladen und alles, die wir beladen haben. Das waren ja auch keine richtigen LKWs. Aber das, was ihr im Video seht, war alles. So, weil er hat halt irgendwie auch nochmal gesagt, davon sind irgendwie noch 30, 40, 50 Stück noch, die wir nicht aufgenommen haben oder so. Nein, das auf dem Video war alles. Und der Wert davon, nur von diesen, von den Vorräten, die wir verteilt haben und sonst etwas, belief sich noch nicht mal. Nicht ansatzweise auf 10.000 Euro, ne? Nicht ansatzweise, es ist sogar unter 5.000 Euro. Und ich kann das, müsste ich halt bei meinem Konto schauen, weil ich habe davon auch viele Sachen bezahlt, kann man das halt sehen. Mois hat dieses Video gesehen, das zeigt sich auch daran, dass er ihn danach geschrieben hat, den Ciano. Ich habe mit Ciano Kontakt aufgenommen und der zeigte mir dann, wie Mois ihn schrieb. Und das, was ich gesehen habe, fand ich komisch, weil in der Nachricht wirkt es einfach so, als würde Mois sich bei ihm einschleimen, damit er es wieder rausnimmt. Und ich denke mir so, wenn jetzt ein Ciano Lügen erzählen würde, dann müsste Mois ihn ja konfrontieren und sagen, ey, was hast du für eine Kacke über mich? War aber nicht so. Ein Statement gab es auch nicht von Mois. Ich sag dir aber jetzt eine Sache, Mois. Wegignorieren kannst du es nicht. Jetzt musst du transparent sein für alle Menschen, die gespendet haben. Das sind harte Behauptungen, wo sehr viele Punkte gegen dich sprechen und wo ich anfange zu zweifeln. Für alle Menschen, die gespendet haben und ja, ich habe auch gespendet, musst du transparent sein. Ich will wissen, was mit dem Geld gemacht wurde. Und wenn dieser Typ lügt, dann ist es doch sehr einfach für dich, das zu widerlegen. Anstatt diese Sache zu ignorieren, mach doch eine Story, ein YouTube-Video oder ein TikTok, wo du sagst, ey, wir haben so viele Spenden gesammelt und diese ganzen Spenden gingen da und da und da raus. Stand jetzt, wo ich das Video hochlade, kam noch gar nichts. Beantworte jedem die Frage, was ist mit dem Geld passiert, Mois? Sollte niemals ein Statement von dir kommen, dann wird das Ganze angezeigt und dann wird gegen dich ermittelt und deine ganzen Konten werden auf den Kopf gestellt. Und dann würde die Wahrheit früher oder später so oder so rauskommen. Mach es nicht noch sasser als es ist. Mach einfach ein Video, wo du alles belegst und die Sache ist gegessen, weil das ist ein Ding, das musst du machen. Menschen haben vor einem Jahr ihr Leben verloren, ihr Zuhause verloren, ihre Familien verloren. Manche haben alles verloren. Und sollte es herauskommen, dass du die Chance hattest, diesen Menschen zu helfen, es aber nicht getan hast, egoistisch warst, dann solltest du dich wirklich bis in den Boden dafür schämen. Dann hoffe ich, dass du für jeden Cent, den du Erdbebenopfern geklaut hast, zur Rechenschaft gezogen wirst.